Niki aus der Heide. Mit einem nassen Fleck auf dem T-Shirt. Warum wohl? Sabber. Das ist nur ein Shorty. Und zwar passt der so schick in diesen Stream mit meiner Hochsensibilität rein, mit der falschen Diagnose. Passt voll gut rein, weil auf gewissen Kanälen ist es ja immer Usus, so für die Doofen, so Knall, Bumm, Krach, Aufklärung zu machen, ja. 5 Gründe, woran ich eine Impotenz erkenne. Erstens, steht nicht. Zweitens, kann nicht stehen. Drittens, will nicht stehen. Viertens, hängt einfach nur vor dem Fernseher rum. Fünftens, wirkt irgendwie wie ein toter Wurm. 5 Anzeichen, um eine Impotenz zu erkennen. Jetzt haben wir 11 Anzeichen für einen gefälschten Hochsensiblen. Das habe ich jetzt nur kurz zwischen Essen und doof gucken kurz rausgeröchelt. Das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie überarbeitet oder irgendwie großartig überlegt, sondern irgendwie habe ich gedacht, das passt total gut in diesen Stream von gewissen Kanälen. Also, gefälschte Hochsensibler. Erster Punkt. Platzt sofort raus mit seiner Hochsensibilität. Das wird sofort thematisiert, nur damit du gleich mal Bescheid weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Man erkennt daran den gefälschten Hochsensiblen, weil das ein echter Hochsensibler niemals tun würde. Wenn überhaupt der meint, er müsste sich darüber ausformulieren, dann wärst du sowas nur nach längeren Kontakten brauchen, wenn du dich auch einfach geoutet hast, dass du damit richtig umgehen könntest oder dass du diese Information überhaupt bekommen sollst. Hochsensible würden sich niemals an den Markt stellen und sich da auch noch irgendwelchen blöden Diskussionen anheimsetzen oder sich da irgendwie einen Idiotenbonus verpassen. Ach Gott, die Kleine, ja, die kleine Holzhose. Das würden Hochsensible, echte Hochsensible niemals tun. Und ohnmächtig in Rückenlage. Zweitens, er ist der einzige Hochsensible hier, hat eine Sonderstellung und der ignoriert auch euer Bekenntnis, wenn ihr sagt, echt, bist hochsensibel, ich auch. Du was ganz anderes. Da hat der keinen Bock drauf, dass ihr auch hochsensibel seid. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Das ist sein Konzept. Das schmückt er sich. Das hat er sich auf die Feder geschrieben. Drittens, er identifiziert sich alleinig über die falschen Synonyme zu dem Wort Sensibilität. Feinheit, Empfindlichkeit, Empfindsamkeit, Zartheit, Vornehmheit. Ja, alles, was mit Sensibilität zu tun hat, damit schmückt der sich und adelt sich auch. Daran spätestens erkennt man sie. Das würde ein echter Hochsensibler niemals tun. Ja, natürlich ist er auch sensibel und der ist auch empfindsam. Ja, natürlich ist er das, weil das ist ja schon aufgrund seiner Konstitution. Aber das ist etwas, das ihn belästigt und belastet. Er fühlt sich damit behäbig, kompliziert und überladen und auch in der Gesellschaft und im schnellen Fortgang der Ereignisse überhaupt gar nicht gut aufgehoben und auch nicht
gesehen und er thematisiert das auch nicht, was er da alles empfindet unterwegs. Das hält er alles schön bei sich und unter der Decke. Damit würde der sich nie adeln. Wenn er überhaupt über sich reden sollte oder müsste, dann würde er genau das thematisieren, was die Hochsensibilität ausmacht. Eine störende Übersensitivität für alle Arten von einströmenden Reizen. Eine Unfähigkeit der Reizfilterung. So definieren sich Hochsensible und nicht als empfindsam, zerbrechlich, fein und zart. Wenn man da nämlich einsteigt bei Gefälschten, stellt man fest, er hat keine Ahnung von HSP. Null. Der weiß nicht, dass Hochsensibilität nicht irgendwas ist, was man sich einfach ankleidet, weil man irgendwie Auerbubu hat und sagt, mein Gott, ich habe viel mehr Auerbubu als alle anderen, ich glaube, ich bin hochsensibel, sondern dass man das entsprechende Gehirn dazu hat. Und dass dieses Gehirn Traits erzeugt und eine Persönlichkeitsstruktur macht. Davon hat der keine Ahnung. Wenn ihr euch auskennt und auch die Traits zur Hochbegabung, zur Hochsensibilität ein bisschen kennt, könnt ihr ihn ja mal abklopfen auf die Traits und sagen, das ist ja komisch. So und so und so hast du gar nicht. Das ist eigentlich, aber ist eigentlich typisch für Hochsensibilität. Hast du alles gar nicht. Ich habe dich jetzt hier mal so ein bisschen abgeklopft, ne? Nichts. Da kann man sie ganz gut aushebeln. Was eben super anstrengend ist und super auffallend ist, dass er sich sofort mit seiner Empfindsamkeit so adelt. Er ist so fein. Der versucht sich einen Idiotenbonus zu sichern. Dass er ja auch nicht mit dem Leben konfrontiert wird, weil er ja so fein und zerbrechlich und zart ist. Muss er ganz fein und zerbrechlich und zart behandeln. Den muss man in Seidenpapier einwickeln. Dann stellt sich sehr schnell fest, dass der überhaupt nicht empathisch ist und dass der auch überhaupt nicht sensibel ist und auch überhaupt nicht sensitiv ist und dass der eigentlich auch gar nichts mitkriegt, weil der interessiert sich nämlich einen Scheißdreck für euch. Der interessiert sich nämlich komischerweise nur für sich selber und sein Auerbubu. Der reagiert nicht in irgendeiner Form sensibel, überhaupt nicht, im Gegenteil. Eher sehr unsensibel. Der nimmt dich nämlich in aller Regel, außer als Zuschauer seiner schlechten Show, nur relativ rudimentär wahr. Ja? Der hat ein eher, ich sag's jetzt mal, tendenziell ausbeuterisches Verhalten in seinem Beziehungsleben. Und nicht so sehr gebend, denn nehmend. Und was am allerkennzeichnendsten ist, der holt bei der ersten Begegnung meistens schon erstmal gleich sein Trauma raus. Und das liegt da mal kurz im vollen Umfang auf den Tisch des Hauses. Ja? In allen Und das Ding ist genauso heiß aufgekocht wie 1978, als es passiert ist. Ja? Erstmal wird alles und was die Oma gesagt hat und was die Mutter für Socken anhatte und was der Bruder komisch geguckt hat und was es dann zum Mittag gab, das wird alles handwarm aufgekocht. Das ganze Trauma. Und da gab das nur Täter. Ein ganzes Zimmer. Nur Täter und ein kleiner Opfer. Den. Und dann hat den Opfer ja versucht, irgendwie sich da zu Gehör zu machen und ich Opfer und ihr böse und brauchst du nicht glauben, dass da auch nur einer von denen, auch nur einer von denen mal gesagt hat, Mensch, ja, stimmt, da haben wir da was gemacht, das war nicht so gut. Keiner. Keiner von denen. Das versteht keiner, was da gelaufen ist. So, und dann wird auch schon sehr schnell klar,
Das ist alles handwarm, genauso aufgekocht, wie es passiert ist. Da ist nichts verstanden, da ist nichts bearbeitet und da ist überhaupt nichts vorbei. Ja. Meistens wird das mit dem pseudo-resignierten Satz abgetan. Naja, ich habe dann halt auch irgendwann meinen Frieden damit gemacht. Sie wussten es halt einfach nicht besser. Also sie wussten es nicht so gut wie er. Und er hat ihnen dann verziehen. Es fällt dann auf, nicht nur, dass der nicht zuhört und dass ihn eigentlich nichts interessiert, was du sagst, er ist auch sehr egoistisch, fast schon egoman. Der zieht nämlich ganz viel Energie auf sich drauf, ja, mit seinen Themen, mit seinen Sachen, mit seinen Auftritten, mit seinem Trauma, mit seinem Auerbubu, ja, er hat ja so dolles Auerbubu und wird damit ja gar nicht fertig mit dem Auerbubu. Das ist eben die Diagnose, dass er hochsensibel ist. Er hat Auerbubu und ihm fehlt die soziale Kompetenz, um geeignete Lösungsstrategien zu ersinnen, um mit Auerbubu fertig zu werden. Ihm fehlt sogar die soziale Kompetenz, sich für Auerbubu mal einen Therapeuten zu holen. Er hat sich einfach, ach Mensch, da fliegt gerade eine Blase vorbei. Was steht da? Hochsensibel. Ah, hab ich. Und es ist auffallend, wie viel Raum der braucht. Wie gesagt, die sind oft. Gerade wenn sie von ihrem Trauma dann erzählen, die sind oft traumatisiert. Und Traumatisierte sind alle Opfer. Opfer sind alle benachteiligt. Und Benachteiligte brauchen alle Raum. 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 Und den nehmen sie sich auch. Weil jetzt sind sie mal dran. Mit diesem Raum kommt der neunte Punkt ins Spiel. Er ist anstrengend. Ein Hochsensibler hebt die Weisheit des Raumes und inspiriert andere. Eine gefälschte hochsensible Geschichte ist anstrengend, fordert Raum, macht den Raum voll, macht den Raum aber voll mit nichts oder mit sich und spielt sich irgendwie auf, ja, und nach vorne. Entweder regt er sich auf über irgendwas ganz plakativ und kriegt sich auch nicht wieder ein und fängt immer wieder von vorne an, immer wieder von vorne. Oder hat ein Drama, weil wieder irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist, weil er ein ganz schlimmes Auerbubu gemacht gekriegt hat. Oder ein Riesengetue, weil das Hühnchen ist nicht durchgebraten und er hat den Koch das schon dreimal gesagt, dass das Hühnchen nicht durch und das Hühnchen ist nicht durch. Ein Riesengetue und Gewese. Raum. Er braucht Raum für sich. Raum. Sehr kennzeichnend. Was auch sehr kennzeichnend ist, dass er euch eigentlich relativ zeitnah in seine Angelegenheiten versucht reinzuziehen. Ja? Er ist ja zu schwach und zu zart, das irgendwie alles selber zu klären. Und hat für euch gleich auch was zu tun, was ihr machen könnt für ihn. Und irgendwie brennt immer gleich die Luft. Und es ist immer gleich ein Riesendrama. Und es ist immer alles gleich ganz schlimm. Und das ist alles, oh, und er hat schon wieder Auerbubu und alles ist so böse und alle haben es gegen ihn abgesehen und alles ist so furchtbar. Und er ist so zart und klein und er schafft es einfach nicht. Und du bist so stark und groß und klug und du. Fälschung. Solltest du dich da jetzt, vielleicht auch noch im dritten Anlauf, den er schon genommen hat, das geht Schlag auf Schlag. Das kann ich euch gleich sagen. Wenn ihr es mit Gefälschten zu tun habt, das geht Schlag auf Schlag. Habe ich gerade gehabt. Schlag auf Schlag. Jedes Mal einen neuen Aufzug. Ja? Ich habe das gehabt mit so einer gefälschten Hochsensibilität. Der hat Raum gebraucht, ganz dringend Raum gebraucht. Ich hatte ein Problem und wollte mit ihm gerne reden. Ich bin überhaupt gar nicht zur Rede gekommen, weil der hat eine riesengroße Sporttasche mit sich rumgeschleift zum Café. Was schleppt der da mit sich rum? Da hat der seine Fotoalben mitgebracht. Und weil er ja ein so unglaubliches Wertungskonzept hatte und so unglaublich viel Raum brauchte, waren diese Fotoalben so groß. Die waren so groß, so breit. Und wenn man die aufklappte, waren die wirklich einen Quadratmeter groß mit so großen Fotos drin und noch kleinen Gedichtchen unten drunter in schöner Tusche gemeißelt. Und diese Bücher,
hat er mit ins Café genommen und meine kleine Vernissage gemacht und hat sich durch die ganzen Bücher durchgebumst. Mir war das nicht möglich, das zu unterbrechen. Da war so dermaßen drauf. Es war mir nicht möglich, das zu unterbrechen. Und ich bin mit meinem Kummer und meinem Schmerz und meinem Anliegen. Ich war überhaupt nicht da. Ich war nur ein Zuschauer. Es war so ätzend. Sollte man sich aus seinen Angelegenheiten dann rausziehen, weil einem das einfach zu viel ist oder weil man keinen Bock drauf hat? Reagiert er sehr zickig und angepisst. Deutlich unangenehm. Deutlich. Ach, du bist ja auch nur so wie die anderen. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Das ist einer der Liebsten. Das ist einer der Liebsten. Kann auch sein, dass er den Kontakt dann crasht. Aber das muss er jetzt erstmal verarbeiten. Er meldet sich dann, wenn es geklappt hat. Lacht nicht. Ich habe auf die Weise schon mehrere Beziehungen losgegeben zu gefälschten. Das war's hier an dieser Stelle einmalig. 11 Gründe, wie man gefälschte Hochsensible erkennt. Tüdelü. Tüdelü.